Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich endlich das Handlettering-Video für euch, das sich schon viele total lang gewünscht hatten. Und zwar möchte ich euch in diesem Video ganz einfach zeigen, wie man Handlettern lernen kann, üben kann und wie man sich einfach verbessern kann, wenn man noch nicht so lange handlettert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe echt lange gebraucht, bis ich Handlettern richtig konnte. Ich glaube, ich habe so ungefähr 2 Jahre gebraucht. Und ich bin auch ehrlich, es ist wirklich schwer zu lernen. Aber ich finde, wenn man dran bleibt, dann kann man es auf jeden Fall schaffen. Wie oft habe ich gerade Handlettering gesagt? Und das war es auch schon von mir. Los geht's mit dem Video. Zum Lettern könnt ihr Brushpens benutzen, aber natürlich auch Filzstifte und Fineliner. Das hier sind jetzt meine liebsten Produkte, die ich am meisten benutze. Legen wir direkt mal los mit den Basics, und zwar ist die erste Übung, die ich euch empfehlen würde, einfach, dass ihr die Up- und Down-Strokes mal übt. Das bedeutet, ihr übt die Striche, die nach oben gehen und die nach unten gehen. Die nach oben gehen, sind dünn und ihr wendet wenig Druck auf, und die nach unten gehen, sind dick und ihr wendet viel Druck auf. Das ist total wichtig, dass die Buchstaben dann später einheitlich aussehen und alles so schön diesen Kalligraphie-Look hat. Wenn ihr euch mit der Übung wohlfühlt, könnt ihr auch schon weitermachen mit der Wellenübung. Das finde ich auch ist total wichtig, damit man ein bisschen so diesen Flow rausbekommt. Ich habe hier einfach angefangen, eine Linie nach oben zu zeichnen, und die ist dünn, weil ich wenig Druck aufwende, und die Linie nach unten ist dick, weil ich viel Druck aufwende. Und so soll es dann später auch in den Buchstaben aussehen. Ich finde diese Übung total hilfreich, weil man dadurch einfach, wie gesagt, diesen Flow rausbekommt und ein bisschen ein Gefühl für den Brushpen kriegt. Als nächstes könnt ihr auch nochmal euer Schreibschriftalphabet üben, einfach weil die Handletter-Buchstaben meistens in Schreibschrift geschrieben sind. Und da ist es hilfreich, wenn ihr vielleicht euch nicht mehr so ganz aus der Grundschule an die Schreibschrift erinnern könnt, dass ihr das einfach nochmal übt. Ich mache total gerne so geschwungene Buchstaben mit ein paar Schnörkeln dran, weil ich das einfach total schön finde später in der Schrift dann. Als letztes würde ich euch empfehlen, vielleicht als Anfänger auch solche Worksheets auszudrucken. Hier könnt ihr ganz einfach die Buchstaben nachfahren und kriegt auch nochmal so ein besseres Gefühl für die Brushpens. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal diese Worksheets unten in der Infobox, damit ihr die auch ausprobieren könnt. So, wer sich jetzt wohlfühlt, kann auch schon weitermachen mit dem Buchstaben üben. Diese Hilfslinien, die ich hier gemalt habe, sind am Anfang total gut, weil man dann die Höhe oder Tiefe des Buchstabens gut einschätzen kann. Zum Beispiel befinden sich Buchstaben wie ein A oder ein N in der Mitte, Buchstaben wie ein P oder ein Z gehen nach unten und Buchstaben wie ein H oder ein B gehen nach oben. Das könnt ihr jetzt gleich hier auch nochmal besser sehen, weil ich hier ein bisschen das mit meiner Hand verdeckt habe. Aber ja, so sieht es dann am Ende aus. Wenn ihr euch noch nicht ganz wohl fühlt und merkt, dass es immer noch ein bisschen kompliziert ist, dann würde ich einfach nochmal die Buchstaben vorzeichnen und dann mit dem Brushpen nachfahren. Und dabei immer daran denken, dass die Linien nach unten dick sind und die nach oben dünn. Das ist eigentlich auch so die einzige und wichtigste Regel beim Handlettern, die man immer einhalten sollte, damit es einheitlich aussieht. So, und jetzt würde ich empfehlen, ganz oft einfach das Alphabet aufzumalen, weil da kriegt man so ein richtiges Gefühl für den Brushpen und für die Buchstaben und kann das danach auch verbinden. Und außerdem findet man da auch raus, wie man seine Buchstaben individuell gestalten will, weil es gibt ganz viele Versionen von verschiedenen Buchstaben. Könnt ihr auch gerne mal googeln. Da werdet ihr auch merken, dass nicht jedes Brushlettering-Alphabet gleich aussieht und jeder so seine individuellen Versionen hat. Und jetzt könnt ihr auch schon anfangen, eure Buchstaben zusammenzuführen und Wörter zu bilden. Und hier ist es ganz egal, wenn ihr mal den Stift absetzen müsst oder der Stift irgendwie quietscht oder sich verbiegt, das ist total normal. Macht einfach ganz langsam und bekommt ein Gefühl für die Buchstaben. Wenn ihr euch keine Brushpens kaufen wollt oder gerade keine da habt, zeige ich euch jetzt noch ein paar Alternativen, wie man auch handlettern kann. Diese Tombows, die ich nicht richtig aussprechen kann, sind sozusagen die kleine Schwester von den Tombow Brushpens, die ich die ganze Zeit benutzt habe. Die haben eine ganz dünne Spitze und sind deswegen auch für kleinere Überschriften oder kleinere Schriftarten generell geeignet. Dadurch, dass die Spitze viel dünner und kleiner ist, habe ich das Gefühl, man hat irgendwie mehr Kontrolle, und die Stifte sind deswegen auch mehr für Anfänger geeignet.
Wie immer habe ich alle Produkte, die ich hier benutze, in meiner Infobox verlinkt. Da könnt ihr dann vorbeischauen und genau die gleichen Stifte kaufen, die ich auch habe. Die Crayola Supertips sind auch eigentlich gut geeignet zum Handlettern. Ich finde es ein bisschen komplizierter als mit den Brushpens, weil man hier den Stift ab und zu mal drehen muss, damit die Spitze nicht stumpf wird. Aber es ist wie gesagt auf jeden Fall machbar. Bei den Crayolas würde ich auf jeden Fall darauf achten, viel mehr Druck aufzuwenden, damit man auch wirklich diesen Unterschied zwischen Up- und Downstrokes sehen kann. Und immer den Stift drehen, damit die Spitze nicht stumpf wird. Man kann Kalligrafie auch gut fälschen, das habe ich auch immer am Anfang gemacht und da kriegt man dann auch nochmal ein besseres Gefühl für die Buchstaben. Also ihr schreibt ein ganz normales Wort oder einen Buchstaben in Schreibschrift auf und dann macht ihr die Linien, die nach unten zeigen, die ihr beim Brushpen auch dicker machen würdet, auch hier dicker. Das heißt, ihr verdoppelt einfach die Linie sozusagen. Ich habe das jetzt hier mit den Pfeilen nochmal versucht ein bisschen zu verdeutlichen, damit man auch genau sieht, welche Linien nach unten zeigen. Und dann könnt ihr das eigentlich auch so lassen oder ihr malt es aus. Das ist dann dieser typische Kalligrafie-Look, aber wenn ihr das freilasst, dann ist es auch eigentlich ganz cool. So, und jetzt seht ihr hier nochmal, wie ich das mit einem ganzen Wort gemacht habe. Und ich finde, das Endergebnis sieht wirklich täuschend echt aus. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie man die Kalligrafie noch ein bisschen so abspeisen kann, dass sie ein bisschen interessanter und cooler aussieht. Ihr könnt die Wörter so bouncy aussehen lassen, indem ihr einfach die Buchstaben jeweils auf einer anderen Höhe anfangt. Das heißt, ihr wechselt es entweder immer ab oder macht es ganz wild, ist wirklich egal. Ich glaube, ihr kennt alle diese Schriftart, die ist sehr, sehr beliebt in der Bullet Journal Welt und ich finde sie echt cool. Als nächstes zeige ich euch noch, wie man einen Farbverlauf macht. Das macht nämlich auch nochmal richtig was aus, finde ich. Vor allem bei Überschriften. Und zwar schreibt ihr zuerst einfach ganz normal ein Wort und dann geht ihr mit einem dunkleren Stift über die obere Hälfte drüber. Und versucht es dann auch wirklich auf der gleichen Höhe zu behalten, dass es wirklich so einen Ombre-Effekt bekommt. Um das zu verblenden, nehmt ihr wieder den hellen Stift und malt die Stellen aus, wo sich die beiden Farben treffen. Hierfür gibt es auch extra so Wassertankpinsel, aber man kann es auch ganz einfach mit einem normalen Brushpen machen. Meine letzte Idee ist dieser 3D-Effekt, den ich auch total gerne mache. Und zwar sucht ihr euch dafür einfach eine Seite von den Buchstaben aus und fahrt die dann immer mit dem Fineliner nach. Ich habe mich jetzt hier für die rechte Seite entschieden und zwar habe ich dann einfach, wie gesagt, jeweils auf der rechten Seite der Buchstaben eine Linie gezogen und so bekommt das ganze Wort einfach ein bisschen Tiefe und sieht ein bisschen 3D aus. So, das war's mit dem Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass meine Tipps geholfen haben. Wenn ihr mit meinem Video Handlettern übt, markiert mich auf jeden Fall auf eurer Instagram-Story oder in euren Videos, Bildern, was auch immer. Ich poste eigentlich alles immer in meine Instagram-Story. Auf Instagram heiße ich journaling.anarette, dem wir sehr gerne folgen. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer. Tschüss!